Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 135. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns Richtlinien gibst und Gebote, die uns zeigen, wie das Leben gelingen kann. Aber dass du uns nicht nur diese Gebote gibst, sondern dass du uns auch durch Jesus und den Heiligen Geist die Kraft schenkst, dass wir diese Gebote durch Glauben auch tun können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 3. Mose 18 bei einigen Vorschriften, die die Ehe schützen sollen. In Vers 22 lesen wir, du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist ein Greuel. Dieser Satz scheint dem Zeitgeist, den wir heute haben, sehr zu widersprechen, aber das Wort Gottes gilt in Ewigkeit und bei aller Liebe und bei allem. Bei der Freundlichkeit, die wir jedem einzelnen Menschen, ganz egal, was sein Hintergrund ist und was seine Orientierung ist, entgegenbringen müssen, dürfen wir doch nicht die Worte Gottes minimieren, sondern sie gelten heute genauso wie damals. Auch sollst du bei keinem Vieh liegen, dass du dich mit ihm verunreinigst, und keine Frau soll sich vor ein Vieh stellen, um sich mit ihm einzulassen. Es ist eine schändliche Befleckung. Ihr sollt euch durch all diese Dinge nicht verunreinigen, denn durch das alles haben sich die Heiden verunreinigt, die ich vor euch her austreibe. Und dadurch ist das Land verunreinigt worden, und ich suchte ihre Schuld an ihm heim, sodass das Land seine Einwohner ausspeit. Ihr aber sollt meine Satzungen und Rechtsbestimmungen halten und keinen dieser Gräuel verüben, weder der Einheim Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. Denn alle diese Gräuel haben die Leute dieses Landes getan, die vor euch waren, so dass das Land verunreinigt worden ist, damit euch nun das Land nicht ausspeie, wenn ihr es verunreinigt, wie es die Heiden ausgespien hat, die vor euch gewesen sind. Gott macht hier deutlich, dass der Niedergang der Kananiter im land, im späteren Land Israel unter anderem ganz besonders auch an ihren sexuellen Sünden hing. Und wir haben so etwas schon gesehen bei der Vernichtung von Sodom und Gomorrah, dass solche Sünden eine zentrale Rolle gespielt haben. Sicherlich gab es auch andere Sünden, aber hier wie auch dort wird deutlich, dass sexuelle Verfehlung einen entscheidenden Einfluss haben auf die Verderbtheit der Gesellschaft. Denn jeder, der einen dieser Gräuel tut, die Seelen, die dergleichen verüben, sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. So haltet denn meine Verordnung, dass ihr keinen von den gräulichen Gebräuchen übt, die man vor euch geübt hat und euch nicht durch sie verunreinigt. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Diese Idee findet sich im Neuen Testament genauso wie in 1. Petrus 1, könnt ihr sehen, dass von diesem Anspruch Gottes an uns sich gar nichts geändert hat in neutestamentlicher Zeit. Ihr sollt jeder Ehrfurcht vor seiner Mutter und seinem Vater haben und meine Sabbate halten, denn ich der Herr bin euer Gott. Hier sieht man sehr schön, dass die weiteren Vorschriften in 2. Mose und auch in 3. Mose letztendlich dazu dienen, die zehn Gebote besser zu erklären und ihnen ähm, Nachdruck zu verleihen. Ihr sollt euch nicht an die Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götter machen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Und wenn ihr dem Herrn ein Friedensopfer schlachten wollt, sollt ihr es so opfern, dass es euch wohlgefällig macht. Ihr sollt aber an dem Ta es soll aber an dem Tag gegessen werden, an dem ihr es opfert. Und am folgenden Tag, was aber bis zum dritten Tag übrig bleibt, das soll mit Feuer verbrannt werden. Wenn aber dennoch am dritten Tag davon gegessen wird, so ist es ein Gräuel und wird nicht als wohlgefällig angenommen werden. Und wer davon ist, wird seine Schuld tragen, weil er das entheiligt hat, was dem Herrn heilig ist. Und eine solche Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand, den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und keine Nachlese nach deiner Ernte halten. Auch sollst du nicht Nachlese halten in deinem Weinberg noch die abgefallenen Beeren deines Weinwerks auflesen, sondern du sollst es dem Armen und dem Fremdling lassen, denn ich, der Herr bin euer Gott, hier zeigt sich so eine Grundeinstellung, die nicht alles nur für sich behalten möchte, sondern die großzügig ist, die ähm, gerne auch etwas abgibt und die nicht allzu äh, überpenibel ist, wenn es um den eigenen Besitz geht. Ihr sollt nicht stehlen und nicht lügen, noch einander betrügen, ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, sodass du den Namen deines Gottes, entheiligst. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten weder bedrücken noch berauben. Der Lohn des Taglöhners soll nicht über Nacht bei dir bleiben bis zum Morgen. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und dem Blinden keinen Anstoß in den Weg legen, sondern du sollst dich fürchten vor für deinem Gott. Ich bin der Herr. Hier sehen wir, wie die Gerechtigkeit Gottes sich in unserem Alltag zeigen soll, dass wir anderen nicht zum Nachteil gereichen, dass wir ihnen ähm, helfen, dass wir auch, ähm, wenn Menschen zum Beispiel Behinderung haben, ähm, ihnen nicht dadurch äh, schaden oder sie äh, ihren Nachteil oder ihre Behinderung, die sie haben, ausnutzen, sondern dass wir ganz gerecht mit ihnen umgehen, so wie wir es auch uns wünschen würden, dass man mit uns umgeht, wenn wir in diese Lage wären. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen das Blut deines Nächsten, ich bin der Herr. In dieser Zeit ist es ganz besonders wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir nicht falsches Zeugnis reden gegen andere Menschen, ganz egal, ob es unsere Brüder, unsere Schwestern oder auch fremde Menschen sind, dass wir nicht Verleumdung weitertragen, auch nicht über soziale Medien, sondern dass wir dem Wort Gottes folgen, so wie es hier steht. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass dein Wort uns hilft, im Alltag ein wirklich gottgefälliges christliches Leben zu leben. Und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir diese Dinge, die wir heute gelesen haben, durch deine Kraft auch in unserem Alltag zeigen und ausleben können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.